Ladies and Gentlemen, liebe Pelikane, willkommen zurück zu Mass Effect 2. Hier euch Ding am Start. Letztes Mal haben wir ein neues Mitglied rekrutiert. Thane, den Attentäter, die alte Tanne. Und ja, wir werden jetzt hier schauen. Auf unserem Schiff haben wir neue Dialogoptionen mit einigen Leuten. Und da werden wir versuchen, herauszufinden, wer welche Mission für uns hat, und dann machen wir das. Und dann sind wir echte Gangster. Ich weiß auf jeden Fall, dass wir mit Morden quatschen sollen. Shepard, wichtige Neuigkeiten. Weiß, dass Sie beschäftigt sind. Müssen uns um die Kollektoren kümmern. Einen Angriff planen. Kann nicht warten. Zu wichtig. Habe gerade Daten erhalten. Werden noch verarbeitet. Analyse wahrscheinlicher Szenarien. Weiß gar nicht, wo beginnen. Zu viele Informationen. Wissen Sie, was die Genophage ist? Ein Virus der Salarianer, das dazu geführt hat, dass bei den Kroganern nur eine von 1000 Schwangerschaften zu einer Lebendgeburt führt. Wow. Richtig. Virus wurde vor 1000 Jahren freigesetzt. Kontrolliert seitdem die Kroganer-Population. Alles Allgemeinwissen. Aber ich weiß mehr. Die letzten Kroganer-Generationen weisen Zeichen von Anpassung auf. Genophage verliert an Effektivität. Klingt, als gäbe es was zu feiern. Die Kroganer haben die Chance, sich endlich von dem zu erholen, was ihnen angetan wurde. Nein, Kroganer zu kriegerisch, Kultur verloren. Bevölkerungswachstum würde jetzt zu mehr Aggression und mehr Krieg führen. War Leiter eines Teams, erstellte neue Version der Genophage, setzte sie auf Tuchanka und anderen Kolonien frei. Kroganer-Population wurde wieder stabilisiert. Gute Arbeit. Langsam verstehe ich, warum Cerberus sie an Bord gebracht hat. Sehr schwierig, ja. Komplexe Aufgabe, eine Population zu stabilisieren. Fehler hätte Spezies auslöschen können. Freut mich, dass Sie verstehen. Musste gemacht werden. Was hat Ihre frühere Aufgabe damit zu tun, dass Sie meine Hilfe brauchen? Bloodpack-Söldner haben früheres Teammitglied gefangen. Malen. Wurde zuletzt auf Tuchanka gesehen. Wird möglicherweise gefoltert, um ein Exempel zu statuieren. Sie würden mir einen persönlichen Gefallen tun, wenn wir Malen rausholen könnten. Normal. Wir fliegen nach Tuchanka und versuchen, Ihr Teammitglied zu finden. Das weiß ich zu schätzen. Mein Assistent, mein Schüler, möchte ihn in Sicherheit wissen. Malen wurde zuletzt außerhalb des Earthnut-Gebiets gesichtet. Kundschafter haben vielleicht Bloodpack gesehen. Mit ihnen oder Clanführer reden. Okay. Können wir nochmal mit ihm reden? Muss immer noch nach Tuchanka, Shepard. Mein Schüler wird immer noch vom Bloodpack. Wir reden später darüber. Dann müssen wir mit dem Spast reden, mit dem Fettsack. Dem Supermächtigen. Ihr wisst schon wen. Aber warte, wir können uns sicher noch jetzt einmal zeigen. Gary, was hier geht so viel. Tali hat ein Anliegen. Garrus hat ein Anliegen. Grunt hat ein Anliegen. Morden haben wir gequatscht. Boah, Miranda, das wissen wir jetzt nicht der noch. So, wo müssen wir jetzt? Wir müssen jetzt auf jeden Fall den Aufzug. Grunt hat ein Anliegen an ihr auf jeden Fall. Dann müssen wir hier runter. Grunt war der Kroganer, den wir recruited haben. Aber wir haben so viele Missionen, er ist unbelievable. Hat Tali noch ein Anliegen? Shepard, ich habe ein Problem und brauche vielleicht... Tatsache, die hat auch noch ein Anliegen. Aber erst muss ich Sie noch etwas fragen. Ich muss wissen, ob ich Ihnen traue. Of course! Die Sache könnte etwas mit der Sicherheit der Flotte zu tun haben. Okay. Cerberus darf sich nicht einmischen. Sie haben mein Wort darauf. Falls nötig, kontaktiere ich den Unbekannten und sage ihm, dass er sich raushalten muss. Wozu? Er würde Sie anlügen. Es von Ihnen zu hören reicht mir. Ich habe gerade eine Nachricht von der Migrantenflotte erhalten. Der Admiralitätsrat beschuldigt mich des Verrats. Ich habe Angst, Shepard. Was geschieht, wenn ein Quarianer des Verrats beschuldigt wird? Es gibt eine Anhörung, bei der die Mitglieder des Admiralitätsrats als Richter fungieren. Mein Vater ist ein Admiral dieses Rats. Er muss sich für befangen erklären. Ich will mir gar nicht ausmalen, was er wohl gerade denkt. Die Strafe für Verrat ist Verbannung. Wenn ich verurteilt werde, kann ich nie mehr zurück. Okay, suchen wir die Flottille.
Ich wollte schon eine Passage auf einem anderen Schiff buchen. Ich dachte nicht, dass Sie die Zeit hätten, mir zu helfen. Danke, Shepard. Ich gebe den aktuellen Aufenthaltsort der Flottille in die Normandy ein. Die Admirale werden schon auf uns warten. So, Kenneth. Wussten Sie schon, dass sich auf dem Unterdeck eine verrückte Frau eingenistet hat? Sie ist nicht verrückt. Wenn sie was anfasst, bringe ich sie um. Ach ja, und auf der Gürtellinie trägt sie nichts außer Tätowierungen. Shepard, ich brauche etwas. Muss mit Ihnen reden. Ich weiß auch nicht. Ich höre. Worum geht's? Irgendetwas stimmt nicht, Shepard. Mit mir. Ich bin so angespannt. Ich will unbedingt etwas töten mit bloßen Händen. Mehr als normal, so als hätte ich überhaupt keine Wahl. Als wollte ich... Ach, ich weiß auch nicht. Sehen Sie, warum mache ich das? Was stimmt nicht mit mir? Reine Kroganer sind vielleicht aggressiver als normale. Ich halte das nicht für eine besonders bemerkenswerte Veränderung. Mir egal, ob das normal ist. Ich fühle mich jedenfalls nicht so. Ich bin das nicht gewöhnt, diesen Lärm. Ich will Kontrolle. Wenn wir in Bewegung sind und kämpfen, kann ich mich konzentrieren. Aber hier schreit mein Blut, meine Platten jucken. Und selbst sie sind nur störender Lärm. Ich bin eine Tankgeburt. Was ist das? Ich weiß nicht, ob ich Ihnen helfen kann, Grunt. Wir brauchen jemand von Ihrer Spezies, der sich das mal ansieht. Die meisten Außenwelt-Kroganer sind Krieger. Ärzte verlassen unsere Heimatwelt Tuchanka nur selten. Ich werde Sie nicht darum bitten, dorthin zu fliegen. Ich krieg das schon in den Griff. Joker kann uns zur Heimatwelt der Kroganer bringen. Jeder im Team muss voll einsatzfähig sein. Danke, Shepard. Mir gefällt das auch nicht. Wut ist für mich ein Mittel der Wahl, keine Krankheit. MP, Bitch. MP. Alles für das Team. Garrus. Grunt. Wir müssen noch mit Garrus reden. Grunt haben wir geredet, Morden haben wir geredet. Das ist was anderes. Mit Miranda müssen wir wieder. Okay, jetzt müssen wir noch Garrus reden. Okay, wo ist Garrus, der Bastard, Alter? Mission über Mission, Leute. Wir sind wieder am Mission sammeln. So, Garrus. Grunt, Zack, Zack. Garrus ist hier irgendwo. Aber wo? Wo ist die Frage? Wo bist du? Garrus. Hier ist auf jeden Fall nicht. Lebenserhaltung. Bist du hier? Tain ist hier. Brauchen Sie etwas? Nein. Ich muss jetzt gehen. Ja, müsst ihr schauen, ich wo der ist. Ich kehre zu meiner Meditation zurück. Ist nicht alt. Darmtoilette wird auch nicht sein. Steuerbord wird auch nicht sein. Mal schritten mit der Frage vielleicht. Die Kollektoren haben also New Kenton angegriffen? Ja. Aber meine Frau. Die sitzen auch nur den ganzen Tag auf dem Schiff und quatschen. Die machen nichts anderes. Nichts anderes, Mann, die Pisser. Kazumi. Die ist crazy. Ich trinke immer Schnaps. Der Commander hat ein beeindruckendes Team zusammengestellt. Ich habe noch nie mit so vielen Aliens gearbeitet. Tja, was muss ich? Es ist eine kleine Armee. Wir könnten diese Mission. Garrus, ich grüße dich. Shepard, freut mich, dass Sie vorbeikommen. Es gibt da etwas, bei dem ich vielleicht Ihre Hilfe brauche. Erinnern Sie sich an den Kampf auf Omega? Niemand vergisst einen Kampf gegen drei Söldnertruppen gleichzeitig. Ich habe nicht allein gearbeitet. Ich hatte ein Team von 11 Männern. Guten Männern. Sie sind an dem Tag alle gestorben. Vor ihrer Ankunft. Alle außer einem. Ein Turianer namens Sidonis hat überlebt. Er hat uns verraten, Shepard. Er ist schuld, dass meine Männer tot sind. Sind Sie sicher, dass er es war? Positiv.
Er ist kurz vor dem Angriff verschwunden, aber ich habe ihn gefunden. Oder zumindest einen Weg, zu ihm zu gelangen. Es gibt da einen Experten auf der Citadel. Er heißt Fade. Sein Spezialgebiet ist es, Leute verschwinden zu lassen. Sidonis wurde mit ihm gesehen. Wo finden wir Fade? Ich habe ein Treffen arrangiert. In einem Lagerhaus in der Nähe der Neonmärkte. Unten im Sakera-Bezirk. Danke, Shepard. Ich weiß es zu schätzen, dass Sie die Zeit opfern, mir zu helfen. Jawohl, Leute. So. Jetzt müssen wir uns entscheiden, was wir machen. Welche Mission wir angehen werden. Wir wollen auf alle Spasten diesen Loyalitätsbonus, weil, hey, wer weiß. Nein, nicht aufzufahren. Und weil die Missionen cool sind. Weil, ihr wisst, ist immer irgendwas Neues. What the fuck, ich bin verwirrt, wo muss ich hin? Commander Shepard, ich habe die Normandy mit Ihnen an Bord untergehen sehen. Schön, ein bekanntes Gesicht. Ah, scheiß auf die, Alter. Hau rein, Mann. Wir sehen uns später. Commander. Piss dich, Alter. Der Zugang zum VI-Kern ist beschränkt. Sorry. Hä, hey, wie komme ich weg? What the fuck? Bin ich auf dem richtigen Ding? Oh. Ich war auf der falschen Ebene. Ja, ja. Der Unbekannte möchte im Besprechungsraum mit Ihnen reden, Commander. Wo ist der Besprechungsraum? War nicht hier irgendwo? Das geht hier Quatsch. Ich stelle den Unbekannten durch, Commander. Shepard, das ist die Gelegenheit. Ich habe ein Notsignal von einer turianischen Patrouille empfangen. Sie ist jenseits des Corlos-Systems auf ein Schiff der Kollektoren gestoßen. Die Turianer wurden ausgelöscht, aber vorher haben sie das Kollektorenschiff lahmgelegt. Sie müssen an Bord des Schiffes gehen und Daten über die Kollektoren besorgen. Finden Sie für uns einen Weg zu Ihrer Heimatwelt. Schicken Sie mir die Koordinaten, ich kümmere mich darum. Ist bereits geschehen. Sobald Sie an Bord sind, stellen Sie eine Verbindung zu Edi her. Sie durchforstet dann die Daten nach Informationen über das Omega-4-Portal. Viel Glück, Shepard. Koordinaten eingegeben. Auf zum Schiff der Kollektoren. Let's go. Was fahren, fliegen wir da jetzt schon hin? Ich wollte doch die andere Nebenmission machen. Okay. Da? Das sieht viel cooler aus. Und da. Okay. Drei Pünktchen haben wir. Der hat 18. Ha. Warp, was kann der? Der kann werfen. Okay. Kann Leute zerreißen. Ja, automatisch. Oder? Schredder-Munition. Naja, egal. Gut. Gut, gut, gut. Was kann die? Zwei Punkte? Nirgends, ne? Okay. Was benutzt er für Waffen? Sniper. Bin das mal lieber die. Okay. Ah, die andere ist okay. Ah, nein. Gut, dann müssen wir anscheinend doch diese
Mission machen. Haben Sichtkontakt zum Kollektorenschiff. Emissionen sehr niedrig. Passiven Infrarottemperaturen zufolge sind die meisten Systeme offline. Triebwerke sind kalt. Das Ding ist gewaltig. Wie sind die Turianer damit fertig geworden? Laserscans ergeben keine Rumpfschäden auf der uns zugewandten Seite. Ich registriere keine Verzerrungen des Masseneffektfeldes. Der Antriebskern scheint offline zu sein. Kontakt in 30 Sekunden, Commander. Viel Glück. Das hört sich nach Käfern oder so einem Scheiß an. It's fucking creepy! Ich habe noch nie ein Schiff mit so einer Struktur gesehen. Okay. Wie ein riesiger Insektenstock. Die tiefen Scans haben einen Zugangsknoten für eine Verbindung mit den Datenbanken der Kollektoren entdeckt. Markiere Position auf dem Computer Ihres Kampfanzugs. Shepard, ich habe die EM-Signatur des Schiffs mit bekannten Kollektorprofilen verglichen. Es ist dasselbe, das Ihnen schon auf Horizon begegnet ist. Vielleicht haben es die Verteidigungstürme für die Turianer sturmreif geschossen. Die vermissten Kolonisten, die Kollektoren haben sowas auf Horizon benutzt. Unvorstellbar. Gefangen in diesen Kapseln, völlig der Gnade der Kollektoren ausgeliefert. Meine Güte. Wo sind die Gegner? Wo sind die Gegner? Was ist hier geschehen? Oh, warum sollten die Kollektoren einen Haufen Leichen herumliegen lassen? Testsubjekte. Nach Abschluss des Experiments weggeworfen. Sie sind tot. Wir können nichts daran ändern. Gehen wir weiter. Weiter geht's, Peter Pan, Alter. Peter Panski hier. Was geht's eigentlich? Ich will jetzt irgendwas zerstören noch. Sind irgendjemand töten? Yeah, man. Das ist ein Kollektor. Haben die etwa an ihresgleichen Experimente durchgeführt? Edie, ich starte den Upload der Daten von diesem Terminal. Versuchen Sie herauszufinden, was die vorhatten. Daten erhalten. Analysiere. Die Kollektoren haben grundlegende Erbgutvergleiche zwischen ihrer Spezies und den Menschen durchgeführt. Können wir irgendwas aus den Daten zu unserem Vorteil nutzen? Es sind nur vorbereitende Experimente, aber sie enthüllen bereits etwas Bemerkenswertes. Eine genetische Struktur mit 4 Strängen, identisch mit Funden in uralten Ruinen. Wir kennen nur eine Spezies, die diese Struktur aufweist, die Proteaner. Mein Gott, die Proteaner sind gar nicht verschwunden. Sie arbeiten jetzt für die Reaper. Es sind keine Proteaner mehr, Shepard. Ihr Erbgut weist eindeutig auf umfassende genetische Veränderungen hin. Die Reaper haben sie ihren Bedürfnissen entsprechend umgestaltet. Ich möchte nicht so leben als mutierter Sklave. Wenn wir einen Kollektor töten, tun wir ihm damit vermutlich sogar einen Gefallen. Was immer sie früher auch waren, jetzt arbeiten die Kollektoren für die Reaper. Und wir müssen sie immer noch aufhalten. Ich will ganz bestimmt nicht in so etwas verwandelt werden. Suchen wir, was wir brauchen, bevor die Kollektoren kommen, um das Schiff zu bergen. Los! Also ich kann mir jetzt eine neue Waffe auswählen, oder was? Fortgeschrittene Kampfauswählung. Wählen Sie eine Spezialisierung. Alter. Ha. Ja, wir arbeiten ja viel mit dem Maschinengewehr.
Fuck it, ich nehme die Sniper. YOLO. Boah, guckt euch das Teil an, Alter. Holy shit. Sick. Hab ich sogar jetzt. Ja, wenn wir so einen mitgingen, Alter, hat er gar nichts mehr zu melden. Nix, nada, niente. Enemy down, do you copy? Boom. So, wo sind denn hier so ein paar Teile? Ich will das Teil mal ausprobieren. Oben spritzt schon irgendwas runter. Das müssen hunderte sein. Ah, was? Wie viele sind voll? Zu viele. Okay. Ich registriere keine Lebenszeichen in den Kapseln, Shepard. Wahrscheinlich sind die gefangenen Opfer gestorben, als das Schiff seine Primärenergie verloren hat. Okay, dann in der nächsten Folge werden wir alles geben, um dieses Schiff zu erkunden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.